Ich hätte mir sogar den Neverblock weggesprengt, ey. Ich glaub's echt nicht. Okay. Ja, damit habe ich jetzt absolut noch natürlich gar nicht gerechnet, dass das passieren kann. Erde, 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 Erde. Ich brauche mehr Erde. Weiter geht's mit dem Terraforming sozusagen. So, so, das war ganz, den ganzen Klotz hier. Ja, es wäre so schön gewesen. Wenn es funktioniert hätte. Ist echt schade, dass es nicht klappt, aber... Kann man jetzt auch nichts machen. Dann halt nicht so. Zäune habe ich jetzt natürlich gar keine richtig. Boah, es ist zum Ausrasten. Zum Ausrasten ist es. Stell mir hier nochmal die ganzen Zäune neu. Ich hoffe, 16 reichen. Ne, der beschissene Creeper, ey. Das ist der dritte Creeper, der mit in der Aufnahme explodiert. Huch! So. Jetzt kann ich endlich hier hinten das fertig machen. Ja, egal, passt schon. Wir haben jetzt zwar einen anderen Block drin, anderes Gebüsch, aber das ist ja vollkommen egal. Gebüsch sieht ja nicht überall gleich aus. Jo. Man kann auch besoffen sein beim Bauen, das habe ich auch gehört, das soll gehen. Jetzt hier mal die riesen Delle ausgleichen, der Küfer reingezimmert hat. Ein bisschen Erde hab ich noch dabei. Reicht aber nicht ganz. Ich glaube, ich mir hinten einfach mal was weg. Sieht sowieso nicht gut aus so und dann... So und dann der Rest. Einfach hier rein. Besteigen wir mal die Brücke.
Ja, siehst du? Damit hat sich alles geklärt. Ich frage mich zwar, warum dieses Ding hier schon wieder hier oben ist. Habe wieder einen Enderman nicht raushalten können mit seinen Kräften. So, dann begeben wir uns nach hier oben. Und versuchen jetzt dieses Ding hier weiter zu basteln. Ich würde gerade sagen, was habe ich denn hier gebaut, aber das war ja nur zum Hochkommen. So, jetzt haben wir auch zum Glück ein bisschen mehr Holz. Das heißt, wir können uns jetzt auch alles, was mit Holz zu machen ist, machen. Dann haben wir zum Beispiel die Tür, die wir machen wollten. So, komm her. Da machen wir uns gleich noch eine für den Hinterausgang. So. Dann haben wir noch ein bisschen Birkenholz gesammelt, können also noch ein bisschen mehr Birkenzeugs machen. So, Birke. Dann müssen wir das immer rausschlagen, weil das ist ja eigentlich falsch. Hier habe ich das so. Ah ne, hier vorne habe ich es auch so. Dann war das gar nicht falsch. Dann war das sogar richtig. Dann kommt das jetzt hier hin. Und dann kommt das hier hin. Dann machen wir das halt hier mal so. So. Oh, genau, machen wir das halt so. So kann es ja bleiben. Hier kommen dann jetzt die Kisten rein für die Brote und sowas. Schwupp. Habe ich mir gedacht, könnte man das so machen. Dann ziehe ich mir die ganzen anderen Reste ja noch rein. So. Drei sollten reichen. Und dann zimmern wir jetzt hier noch eine Kiste rein. Hier noch eine Kiste rein. Hier noch eine Kiste rein. Und da noch eine Kiste rein. Und so soll das eigentlich dann aussehen. Hier kann man dann das Brot reintun. Je nachdem, wie viel Brot man braucht. Und dann kann man jetzt hier noch eine Tür hinmachen. Man muss das, man muss dieses recht versüffte Lager ja nicht sehen. So, kann auch davor, kann ich in der Wand festgemacht werden, so. Ja, mit Ofen sieht schlecht aus. Dann mache ich mir einfach mal ganz normale Öfen, für die, ich natürlich gar keinen Stein jetzt habe. Dann hole ich mir halt kurz Stein. Siehst du mal. Da habe ich ja schon den Stein, den ich brauche. Na, wusste ich, dass da noch einer fehlt. So. Da brauche ich aber noch ein bisschen mehr. Ob
bauen wir noch das hier alles ab und dann sollte das noch ein zweiter Ofen sein. 8 Steine, genau. So, und den packen wir dann. Oh ja. Yeah. Und da haben wir schon 2 Öfen. Dann können wir ja noch Glas brennen, sobald wir Glas haben sollten. Ich brenne immer irgendwie ohne Glas rum. Theoretisch könnte man auch was probieren. Warte mal, wenn ich jetzt nämlich jetzt hier... Sieht das aus? Ne, ich glaube in der Bäckerei brauchst du schon Glas. Sieht so komisch aus. Das kann man in alten Scheunen oder so kann man das machen mit solchen Fenstern, aber in der Bäckerei sollte es schon Glas sein. Ich habe noch eine Fackel hingehauen. Hier kann man das ja so machen. Und da kann man dann hier hinten noch irgendwas platzieren später. Ich habe keine Ahnung. Man könnte zum Beispiel, wenn man guter Laune ist, hier auch ein Eichensetzling hin platzieren. Und vielleicht hier noch 2 Birken. Die wachsen ja eh nicht, die Birkensetzlinge. Oh, der Mond ist so geil. Und ich gehe dann mal. Ich weiß nicht. Also ihr müsst mir echt mal sagen, wie das, ob das aussieht. Sieht das wirklich wie eine Bäckerei aus? Würde euch das so gefallen? Passt euch das so? Ich bin mir da jetzt echt ein bisschen unsicher. Einen Stein habe ich jetzt gewählt, damit sich's an die Wand integriert so ein bisschen, weil das hier doch so rustikal aussieht. Würde euch das so passen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Schreibt es mir mal in die Kommentare bitte, ob euch das so gefällt, ob ihr das so lassen würdet oder ob ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten hättet. Bin da ein wenig überfordert gerade. Gute Nacht. Na. Habe ich sowieso, warum ich hier echt jetzt... Theoretisch ist das totaler Schwachsinn, weil ich hier auch runter möchte. Hab ich denn? Ja, hab ich. Na klar, hab ich. Hier ist noch ein Pferd. Männchenpferd. So, ganz einfach. Jetzt komme ich nämlich auch runter. Hier wird hier einfach ein Weg hingezimmert. Und dann kommen hier einfach 3 Bäume hin. Eine Hecke. Nur vielleicht nicht ganz so krass ausfallen lassen muss. Man könnte sie theoretisch auch einfach hier 4 breit machen. Zwei, drei ist auch doof. Machen wir es überall 2 breit, das passt schon. So. Komme ich wieder nicht hoch, okay. Ja.
Und dann machen wir das einfach so. Wir machen jetzt einfach hier so ein kleines Spiel. Und zwar derjenige, der mir einen Tipp gibt für die Bäckerei, derjenige, der mir sagt, also vielleicht sogar. Wir sehen uns aber gleich wieder. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Es tut mir wirklich unsagbar leid. Ich wollte gerade den Kommentar suchen, wer gesagt hat, ich soll die Bäckerei bauen, weil ich weiß das gar nicht mehr. Ist schon echt eine Weile her. Es tut mir wirklich unsagbar leid. Ich habe den Kommentar nicht gefunden. Also lieber, wer auch immer du warst, ich glaube, dass es eventuell der Minecamper war, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wer auch immer du warst, wäre nett, wenn du mich einfach nochmal anschreibst unter das Video. Ich würde dich nämlich gern auf das Schild hier eintragen. Einfach, da ich momentan noch die recht kleine Community habe, mit wachsender Kommentaranzahl, dachte ich mir, man kann ja die Leute einfach mal implementieren ins Spiel, indem man ihnen hier die Namen aufschreibt. Deswegen wollte ich dich zum Bäcker des meiner Welt machen. Also schreib einfach mal in die Kommentare rein, ob dir die Bäckerei so gefällt, und ich nehme an, dass du das Video gucken wirst, wenn du die Bäckerei haben möchtest. Schau mal, ob die Bäckerei gefällt, und ja, dann sagt man, dann war ich schon wieder heiß, und dann tue ich das nochmal ändern. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal Zeug wegschaffen. Oh, habe ich Baumzeug hin? Laub daraus. Laub, dann haben wir noch Steine, die können wir auch noch hier hinpacken. Stein und Kobbel und bemooster Stein haben wir noch hier. Hier haben wir noch Stein. Hier drüben haben wir Laub, haben wir ja auch noch. Das können wir auch mal aussortieren gleich. Damit hier nicht alles rumliegt. Ah, gucke mal. So. Dann will ich das probieren. Als Backpack ging das so, oder? Na nu? War das mit Kiste oder was? War da eine Kiste in der Mitte? Na hä? Ich, also wir sind ja noch in der LAN-Welt, dann mache ich mal Game Mode 0. Backpacks waren, glaube ich, hier. Es gibt doch komische andere Backpacks, ich habe keine Ahnung, wie die gemacht werden. Hä? Backpack ging doch immer so. Und jetzt habe ich eine Hose. So ging es auch nicht. Oder muss man die jetzt vorher komplett brennen? Habe ich noch Kohle da? Ich will hier raus. Kohle habe ich noch dabei. Ich gehe mal runter und guck mal, ob ich das brennen muss. Mittlerweile kann er sein, dass man das Leder jetzt komplett brennen muss. Weil es gab ja keine großen Backpacks mehr, wie ihr gesehen habt. Die großen musste man ja damals brennen. Nee, brennen kann ich es auch nicht. Das sieht ja auch geil aus. Was kommt da rein? Oder kommt da was rein? Das ist, machen wir mal. Da muss ich wohl noch mal ganz kurz raus. Tut mir leid. Wir sehen uns gleich. Tschüss.